Wie viel hast du noch? Ja, ich habe jetzt 18.200, aber ich bringe das weg. Weil noch eine Ladung wird nicht reinpassen. Das stimmt. Ich guck nur noch mal. Ja, sind immer noch 898 bei Mary. Richtig gut. Also nochmal rund. Haben wir denn eigentlich noch im Silo? Ja, da kannst du doch dir Weizen mitholen, da, klar. Ja. Scheint sogar noch mehr drin zu sein. Wie noch mehr? Also noch was. Ich habe es jetzt noch nicht komplett alle gemacht. Das Silo? Ja. Ja, ja, da waren irgendwie noch 6000 Liter oder so drin. Ich finde es nur irgendwie blöd, dass man nicht sein eigenes Saatgut erstellen kann. Boah, meine Güte. Aber der Helfer pflügt doch das kleine Feld, Max. Echt? Unser selbsterstelltes, ja. Na, dann ist doch gut. Weil der Stand ist, müsste gepflügt werden, weißt du? Mhm. Nee, und sei mal frei, der pflügt das gleich. Ich glaube, der erkennt das nicht daran, was schon mal Feuerfeld war und was nicht war, sondern was jetzt halt gerade ist, weißt du? Hm. Wie viel Geld hat es gegeben? 19.000. Also 18.860. Also falls dein Tank wieder voll läuft, da stehen noch die kleinen Hänger in der Nähe, ne? Ja. Gut. Du kannst mal gleich den Korntank mit abpumpen. Der hat 80% hatte voll.
Derzeit mache ich mal hier unser Schmuckstück sauber. Der Horsch. Ja, das ist doch unser bestes Stück hier am Hof, oder nicht? Würdest du nicht eher den Mähdrescher als unser bestes Stück bezeichnen? Naja, also ich muss sagen, die Saatmaschine ist schon nah dran. Ich finde aber irgendwie sieht der Weizen nicht gerade wie Weizen aus hier. Der sieht eher aus irgendwie wie weiß ich nicht, wie getrockneter Raps. Was macht denn der Mähdrescher jetzt? Ja, der fährt. Fuck, der fährt erstmal übers Feld, um dann wieder zurückzuhaken. Was zur Hölle? Gucken wir mal nach Gewichte. Ah, hier. Es kostet ja nur 1400. Deswegen, das ist nicht so teuer, sag ich doch. Die kann man auch fast als Gewicht nehmen. Wir haben tatsächlich nur ein Gewicht. Ja. Ach, wahrscheinlich, weil die mit Frontlader, die können wahrscheinlich keins aufnehmen, oder? Ich glaube, ja, irgendwie war das so. Würdest du mal Helfer A? Ja, soll der noch irgendwas anderes fliegen? Ja, den großen. Also da, wo da gerade der Mähdrescher drauf ist. Oder, ja. Ich glaube, du musst die noch ein bisschen zurück, Max. Er zieht da gerade eine Schneise. Ja, das Blöde ist, wenn ich flüge, dann erweitert er halt hier den Acker. Nee, macht er nicht. Sicher? Das ist nur, wenn du Acker erweitern anhast. Okay. Warum zahle ich eigentlich nur Kreditzinsen die ganze Zeit? Das ist natürlich nicht so gut. Kannst du denn das schwerste Gewicht mal kaufen? Ich habe nämlich irgendwie... Oh, es regnet? Kann das sein? Ich sehe es noch nicht. Beim Wetterbericht. Ach so, als nächstes ist dann der Regen wahrscheinlich. Ja, ja. Weil jetzt Sonne, ja gut. Kannst du das schwere Gewicht mal kaufen? Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass der gelbe Traktor hier mit dem wahrscheinlich eigentlich nicht allzu schweren Anhänger vorne abhebt und dann kann man nicht mehr richtig lenken. Ja, warte. Dann hole ich das mal schnell. Da kannst du schon losfahren. Ich kümmere mich darum, dass es dann da ist. Das kleine Gewicht hier, dann das verkaufe ich dann.
Ja. So, unsere Sojabohnen haben wir hier, glaube ich, auf Feld 23 gemacht, oder? Die sind auch kurz vorm erntereif sein. Ja, das größte Gewicht, ja, das 2400er. Ja, das ganz am Schluss. Dann haben wir es halt gleich. Ich glaube nicht, dass das wirklich irgendwelche negativen Auswirkungen hat, wenn man jetzt irgendwie zu schwer hat oder so. Ich habe nur ein Problem. Was denn? Ja, wie mache ich denn das mit dem scheiß Kredit? Wieso? Was ist damit? Ja, weil wir zahlen jeden Tag nur einfach nur Dings zurück. Überziehungszinsen oder was? Ja. Echt jetzt? Ja, wir zahlen jeden Tag 20.000. Aber wir haben doch gar nicht so viele Tage gespielt, dass man Überziehungszinsen hätte, oder? Man hat doch 20 Tage frei, dachte ich. Nee. War das nicht so? Hab keine Ahnung. Ach nee, Kreditzins am Tag 5%. Ja, jetzt zahlst du immer was zurück, oder? Weil jetzt geht... Ja, ich hab gerade mal 30.000 getilgt. Ja, jetzt haben wir einen Kontostand von 16. minus 550.000. Was? Ja, unser Vermögen ist minus... Also, wir haben 550.000 Euro immer noch Schulden. Ja. Aber 16.000 Euro Bargeld sozusagen. Ja, momentan ja. Ja, aber wir können ja jetzt nicht ewig den Kredit nicht tilgen. Also funktioniert ja nicht. Wie viel hattest du aufgenommen? 600.000, ne? Ja. Wir haben noch 550.000 Euro Schulden. Ja, gut. Ach, das Gewicht ist ja schon hier. So, gibt es immer noch 720 Euro dafür. Ja gut, dann haben wir nur 700 Euro für das neue Gewicht bezahlt. Weißt du, was voll krass wäre? Wenn das noch berechnen würde, wie du den Hänger voll lädst. Er weiter vorne lastig oder er weiter hinten lastig? Ja. Aber ich glaube, wenn der halt voll ist, dann ist er voll. Das ist halt auch blöde. Aber ich glaube, es lässt sich anders nicht berechnen. Ja, nee, das wäre, glaube ich, zu große Rechenarbeit, die da geleistet werden müsste. Oder? Ja. Vor allem verrutscht das ja auch während der Fahrt dann. Wenn du anfährst, müsstest du ja nach hinten schwappen und so. Also der Tank hier ist fast voll wieder. Der... Der große Hänger? Mhm. Den würde ich dir jetzt voll machen. Würde auf dich warten. Und während du fährst und dann schon wieder neu abbunkert, dann machen wir es halt in die kleinen Tanks dann. In die kleinen. Ja, ich bin aber gleich da. Okay, ist voll. Warte, ich stelle dir noch richtig rum hin.
Weil weißt du, was uns richtig auf die Füße fällt? Was denn? Wenn wir die Überziehungszinsen von, was weiß ich, wie viel Prozent zahlen müssen am Tag. Sind das dann nicht 30% oder so? Nee, 15, glaube ich. Ich hatte irgendwas von 30 gelesen, aber vielleicht war es irgendwas anderes. Vielleicht sind es 30.000 Überziehungszinsen pro Tag. Also Überziehungszinsen ist 15% am Tag. Okay. Überziehungszeitraum sind aber nur 4 Tage. Also haben wir nur noch 4 Tage Zeit, 500.000 zurückzuzahlen? Nein, wir haben also insgesamt 20 Tage, wir haben jetzt noch 16 Tage Zeit. Achso, okay. Plus nochmal 4 im Überziehungszeitraum, was ich aber unbedingt vermeiden möchte. Weißt du? Ja. Ja. Naja, also, zahlen wir jetzt erstmal den Kredit zurück und tätigen keine größeren Anschaffungen und die nächsten größeren Anschaffungen können wir ja dann wieder einen Kredit für aufnehmen. Ja, um zum Beispiel ein neues Feld zu kaufen. Ja. Obwohl ich sagen würde, es läuft ja recht gut gerade. Ja, das stimmt. Also, um zu gucken jetzt mal, ich kann ja mal gucken. Also, wir haben gestern halt den großen Wagen noch gekauft. 25.000. Wir haben gestern 80.000 mit der Ernte eingenommen. Weißt du? Ja. Also hätten wir den rausgerechnet. Wir haben gestern also 10.000 Euro unterm Schnitt. Oh nein! Was denn? Ach, bei Mary's Farm gibt's jetzt das wenigste für den Weizen. Warte, kann man das irgendwie... Ah, jetzt ist schon alles raus. Scheiße. Naja, ist ja egal. Wir haben es auf jeden Fall schon. Wir haben schon mal auf jeden Fall Einnahmen gehabt. Wir haben 25.000 Euro für neue Fahrzeuge gestern ausgegeben und haben insgesamt 10.000 Euro Gewinn gemacht, abzüglich der Gewinnzinsen. Kann man hier irgendwie gucken, was ich zurück überwiesen habe? Sieht man das heute irgendwo? Nee. Ich muss auf jeden Fall am Ende des Tages noch so viel auf dem Konto haben, dass wir nicht nur tilgen, also sondern dass ich morgen wieder die Zinsen bezahlen kann. Kannst du eigentlich auch auf Ende drücken und es kommt die Bank von Hagenstedt? Ja, aber ich kann nichts machen. Gar nicht? Weil ich kein Geld habe. Ja, ich sehe halt nur die Zahlen, aber ich kann halt nichts machen, weil ich kein Geld habe. Kannst du einen Kredit aufnehmen? Nein. Schade. Aber theoretisch müsstest du mir ja irgendwas bezahlen können durch das Tool, oder? Stand das nicht in der Beschreibung? Also so rein hypothetisch, nicht, dass ich jetzt was haben wollte, weil ich eh nichts brauche. Sie benötigen die Rechte für ein separates Konto, steht hier. Wo bist denn du jetzt eigentlich drin? Ich bin gerade bei der Drillmaschine. Ja. Wo wir die gerade auch irgendwie ausstellen könnten. Weil die sich in die Quere kommen mit dem. Mit dem Dings. Ach, du hängst jetzt den. Ich nehme an den gelben an. Ja. Flug senken.
Ich glaube, wir sollten immer warten mit dem Säen, bis der Flug fertig ist. Weil sonst haben wir immer so extrem lange Zeiträume, bis das Feld komplett reif ist. Ja, das stimmt. Weißt du, wie ich meine? Wir sind so richtige Sojabauern. Ja. Da wäre eigentlich die Südamerika-Karte gut. Was ist ein Ölrettich? Ölrettich soll wohl irgendwie so eine Zwischenfrucht sein, habe ich gelesen. Also die pflanzt du an und grubberst du dann wieder unter. Irgendwie so als Dünger oder so. Das würde ich jetzt nicht extra machen. Aber da die Fruchtfolge ja eh nicht wirklich eine Rolle spielt, ja, ist Quatsch. Ist das, glaube ich, auch eher unnötig. Ja. Ich glaube, der Tank ist leer im Silo, oder? Ja, kam jetzt auch nur noch ein ganz kleiner Tropfen raus. Wie voll ist jetzt dein Dings? 8500. Also eine volle, fast volle Ladung vom Dings. Ja. Aber ich glaube fast, dass du auch nicht mehr voll wirst jetzt. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Ja, ist schon schlimm. Wir brauchen das ja. Wer hat denn das weiße Auto hier geparkt? So hinter der Büsche. Der Chef spioniert. Stehst du mit der Absicht hier so komisch hinter mir? Ja. Ich warte darauf, dass es fällt. Gut wird. Jetzt fängt es an zu regnen. Jetzt können wir es eh vergessen. Können wir jetzt nicht dreschen? Ich glaube nicht. Das ist schlecht. Ich meine nämlich gelesen zu haben, dass wenn es regnet oder hagelt, beziehungsweise wahrscheinlich auch schneit, dass man dann abwarten muss, bis es wieder trocken ist. Macht doch irgendwo Sinn, oder? Auf jeden Fall. Aber bis jetzt regnet es ja noch nicht. Ist halt nur wieder scheiße, weil die Hälfte des Feldes hier noch nicht aufgegangen ist. Oder? Ist das grün oder gelb? Ich erkenne es nicht. Ist noch grün gewesen. Ist gerade eben.
Wo bist denn du? In der Sämaschine. Ah, jetzt wird's alles gelb. Okay. Aber nur ein Streifen. Nee, bei mir noch nicht. Also, bei mir ist das hier gelb, der Streifen hier. Der ganz also der erste? Rechte. Ja, aber wenn es bei dir nicht angezeigt wird, dann ist es nicht so. Weil bei mir wird das irgendwie immer früher angezeigt. Aber das Spiel richtet sich ja nach dir. So, mehr muss von dem nicht gepflügt werden, tatsächlich. Von dem Feld. Das hatten wir irgendwie schon mal halb gepflügt. So wie es aussieht. Ist ja ein schön rasant unterwegs da. Du fragst, wie man es nur macht. Ob man den gelben dann dafür nimmt, dass der pflügt oder dass der umgräbt, weißt du? Weil der rote quengelt sich ja hier ganz schön wieder hoch. Könntest du den mal abkoppeln? Ja, warte. Fährt hier gleich mal mit 12 km/h hoch. Das ist doppelt so schnell wahrscheinlich. 14. Ich bin mir gespannt, wie das Runnerwärts aussieht. Da muss der ja flott sein ohne Ende. Ist anzunehmen. Wie sieht denn unser Sojafeld aus? Das kann ich ja leider nicht beantworten, aber wahrscheinlich ist es noch nicht so weit wie die Getreidefelder hier. Die Weizenfelder. Getreide ist es ja. Ich stell mal den. Oh mein Gott. Was denn? Hast du dich überschlagen? Total, aber geht alles. Ich stell mal hier den komischen Pickup hin, damit wir sehen. Also ja. Können wir mal hinswitchen und gucken, was wie weit ist. Ja? Hast du gerade gesagt, ich soll das machen? Nein, oder machst du das ich jetzt? Mach das gerade. Ja, das ist gut. Also die eine Hälfte ist ja schon reif bei mir. So, jetzt. Noch schnell, bevor es anfängt zu regnen. Nee, nicht abbunkern, der hat da hier irgendwie was missverstanden, da Kollege.